Warum ist das Verkaufen von Optionen besser als das Kaufen von Optionen? Das ist ja immer so eine Theorie, die ich hier vertrete. Ihr wisst, ich bin tendenziell eher Optionsverkäufer, als dass ich Optionskäufer wäre. Und ich will das heute mal mit euch an einem alten Video, was wir vor über einem Jahr gemacht haben, nochmal aufgreifen, um euch mal ein Szenario zu zeigen, dass selbst wenn man als Optionskäufer eine Grundidee hat, die stimmt, dass man am Ende trotzdem nicht zwingend Geld verdienen muss, wohingegen ein Optionsverkäufer, der dieselbe Idee gehabt hätte, durchaus damit hätte Geld verdienen können. Und dieses Video, was wir damals gemacht haben, das war 2017, da geht es um diese Aktie hier, nämlich um die Tesla. Und was damit gemeint ist, das seht ihr jetzt hier im Video. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, geht schon wieder um Tesla? Ja, aber das hat jetzt nichts primär mit der Aktie zu tun, sondern es geht ums Prinzip und wir haben einfach mal ein Video gemacht und zwar im Jahr 2017. Und zwar am 4.8. ist dieses Video ausgestrahlt worden und wir machen euch einen Link hier unten rein. Das heißt, wer das Video nicht kennt, schaut euch mal das Video an. Ne? Ist ein älteres Video, aber alles, was da drin ist, ist immer noch korrekt. Und also, ja klar, ist korrekt, ne? Also schaut euch das an. Und was war die Idee damals? Ich habe damals eine Frage bekommen und zwar hat jemand gesagt, Mensch Jens, ich gehe davon aus, dass Tesla im Jahr 2018 pleite geht. So, wie gesagt, wir reden vom August 2017, von dem Zeitpunkt hier, ne? Also Tesla war irgendwo im Bereich 330 Dollar oder sowas standen die. Und die Idee war also, okay, ich gehe davon aus, Tesla geht 2018 pleite und ich möchte von diesem Pleitefall möchte ich profitieren. Was wären denn die richtigen Optionen, die man dann kaufen müsste? Und ich habe im damaligen Video gesagt, ich gehe zwar nicht davon aus, dass Tesla pleite geht, aber wir untersuchen mal, was wäre denn sinnvoll, welche Option müsste man denn nehmen, um von diesem Szenario, wenn es denn eintreffen würde, profitieren zu können. Ihr seht jetzt schon mal hier, Tesla ist nicht pleite gegangen. Ja? Und die gibt es also immer noch. Der Preis ist seither allerdings gesunken von damals ungefähr 3,30 auf jetzt 241. Aber pleite ist ja dann doch ein bisschen was anderes. Und ich hole euch mal kurz einen Flipchart mit rein und wir schauen uns nochmal die Zahlen von damals an. Okay? Jetzt muss keiner denken, dass ich noch das Flipchart von damals habe. Aber ich habe mir die Zahlen einfach nochmal aus dem alten Video herausgeschrieben. Und zwar, ihr seht es also hier, 4.8.2017 ist das Video veröffentlicht worden. Tesla stand damals bei ungefähr 330 Dollar. So, und wir haben damals untersucht, okay, zwei Optionen haben wir uns genommen und haben gesagt, okay, was müssen diese Optionen erfüllen? Als erste war, die Aussage war ja, ich erwarte, dass Tesla 2018 pleite geht. Haben gesagt, okay, da musst du auch eine Option nehmen, die ganz 2018 übersteht. Also haben wir Januar 2019 eine Option gewählt. Und das heißt also, vom Zeitraum war das richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, was würde Sinn machen? Wir hatten damals eine 320er Put-Option und eine 50er Put-Option genommen. Und haben eigentlich relativ schnell schon festgestellt, dass die 50er Put-Option eine sinnfreie Sache ist. Die hat damals zwar auch nichts gekostet, die hat nur 120 Dollar gekostet, aber da war schon relativ absehbar, dass da nichts passiert. So, jetzt ist Folgendes passiert. Die Tesla-Aktie, und ihr habt das hier hinten im Chart gesehen, und hier ist dieser Verfall, die ist tatsächlich gefallen zum Ausgangszeitpunkt, und zwar von damals 330 auf 300, ich habe extra nochmal nachgeschaut, zum Verfall auf 302 Dollar. Ne? Also ungefähr knapp 10% ist Tesla tatsächlich in diesem Zeitraum anderthalb Jahre in etwa gefallen. So. Und jetzt überlegen wir mal, hätte dann dieser 320er Put etwas gebracht, den derjenige damals gekauft hätte? Und vom ersten Moment an könnte man ja denken, ja okay, wenn ich einen 320er Put habe und die Aktie ist jetzt bei 302, das heißt ja, ich habe eine im Geld liegende Put-Option, die macht wirtschaftlich Sinn. Das heißt, ich könnte jetzt Tesla-Aktien für 320 verkaufen, weil ihr wisst, ich habe einen Put gekauft und der Kauf eines Puts gibt mir das Recht,
das Underlying zu verkaufen. So, das heißt, ich kann sie für 320 verkaufen, obwohl sie an der Börse nur 302 kosten. Das würde also bedeuten, ich mache hier pro Aktie 18 Dollar Gewinn und das mal 100 Stück, 1800 Dollar Gewinn. Hey, super, 1800 Dollar Gewinn. Leider nicht ganz, denn, und auch das seht ihr in dem alten Video, dummerweise haben wir für diese Option 5.500 Dollar damals bezahlen müssen. Wir haben uns damals schon ausgerechnet, okay, wo muss dann also der Break-Even liegen und hatten dann den Break-Even ausgerechnet und sind gekommen auf 265 Dollar. Also das war hier der Break-Even. So. Und da seht ihr natürlich, dass zwischen 302 und 265 eine deutliche Diskrepanz liegt. Das heißt, wir haben 55 Dollar für die Option bezahlt, mal 100, weil es sich ja auf 100 Stück bezieht, 5.500, haben jetzt 18 Dollar am Ende verdient, aber das langt natürlich nicht, um diese Prämie auszugleichen. Das heißt, unterm Strich haben wir 37 Dollar Verlust gemacht mit dieser Aktion. In konkreten Zahlen ausgedrückt heißt das also, wir haben 3.700 Dollar verloren. So, und jetzt ist wieder der Punkt, wie hätte denn derjenige, der die Idee hatte, viel wahrscheinlicher profitieren können von seiner Idee. Also nochmal, die Idee war, Tesla geht pleite, was impliziert, dass der Aktienkurs fällt. Und wenn ihr euch das alte Video nochmal anschaut, da sind wir irgendwie drauf gekommen, wenn das passiert wäre, wären aus diesem, glaube ich, 5.500 Dollar Einsatz knapp 25.000 Dollar geworden oder so, also schon eine richtig satte Prämie. Das hätte sich schon ordentlich gelohnt, war ein paar hundert Prozent Gewinn. Am Ende ist es jetzt ist es im Grunde ein Verlust geworden. Ne? Also man hat nicht alles verloren, aber man hat auch einen Großteil seines eingesetzten Geldes verloren. Man hat ja über 70% des eingesetzten Geldes verloren, also statt Gewinn, Verlust. So. Und wie hätte aber derjenige eben anders reagieren können oder was anders machen können und hätte trotzdem von seiner Idee profitiert? Und zwar, die Idee war natürlich ganz, oder da kommen wir wieder auf das Optionsverkaufen. Und zwar, indem, wenn ihr euch den Chart hier nochmal anschaut, und ich schalte uns jetzt mal hier um auf Monatschart, und ihr seht das so ein bisschen hier, die Aktie ist ja letztendlich nur seitwärts gelaufen. Okay? Und die Idee, die derjenige hatte, war eben, er hat quasi in die Glaskugel geschaut und hat gesagt, okay, ich erwarte das hier. Ja, ich erwarte, dass der Kurs fällt. Ist der Kurs gefallen? Ja, ist er, aber eben nicht in dem Maß, wie er sich das vorgestellt hat. Und das ist halt immer das Problem. Ne? Ich kann eine Idee haben, aber wenn diese Idee nicht zu 100% aufgeht, verdiene ich mit dem Kauf von Optionen kein Geld. Was wäre denn aber gewesen, wenn er gesagt hätte, nämlich das, warum wir eigentlich Optionen verkaufen, ich drehe das Prinzip mal um. Ich wette nicht darauf, dass die Aktie fällt, sondern ich sage einfach, ich gehe mal davon aus, dass die Aktie nicht mehr steigt. Also, dass er einen bestimmten Punkt auf der Oberkante nicht mehr erreicht. Und wenn er jetzt beispielsweise hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, ihr dürft nicht vergessen, er hatte einen Einsatz von 5.500 Dollar. Das war sein Risiko. Das heißt, er hat es jetzt nicht komplett verloren, aber er hat es beinahe verloren. Er hat es beinahe verloren. Er hat am Ende fast den Großteil dieses Geldes hat er verloren. Er hätte es viel einfacher machen können, wenn er gesagt hätte, dasselbe Geld setze ich jetzt ein und mache beispielsweise eins, dann hätte er sich einen langlaufenden Iron Condor oder beziehungsweise einen langlaufenden Bear Call Spread gemacht. Ne? Hätte also gesagt, er verkauft irgendwo da oben, vielleicht bei 400 oder 450 oder was auch immer. Ne, das ist im Nachhinein schwer zu sagen, aber er hätte einfach einen langlaufenden Call verkauft. Damit hätte er eine Prämie eingenommen. Und dann hätte er gesagt, okay, da das Risiko ja immer da ist, dass die Aktie deutlich höher geht, und ihr wisst, es gab ja auch mal die Geschichte, Elon Musk hat gesagt, für 420 nehme ich die von der Börse, das hat dann nicht funktioniert. Und weil dieses Risiko auch immer eminent ist, empfehlen wir ja beim Verkauf von Call-Optionen immer einen Spread zu machen. Immer, immer, immer. So. Und wenn er jetzt einfach gesagt hätte, okay, er macht einen Abstand von 50 Punkten, hätte er auch 5.000 Dollar Risiko gehabt. Also genau das Gleiche
was er als Risiko hatte, wenn er diese Put-Option jetzt gekauft hat. So, bloß mit dem Unterschied, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier gewinnt, ist viel, viel größer. Weil, und das ist das, warum ich Optionsverkauf ja so liebe, das erste Szenario, das, was er gemacht hat, da gab es nur eine einzige Chance, wie er gewinnt. Nämlich, die Aktie musste fallen und sie musste auch noch unter 265 fallen. Tritt das nicht ein, hat er verloren. So, und hier seht ihr aber, wenn du quasi auf die andere Seite wechselst, komm auf die dunkle Seite der Macht, okay, zu den Optionsverkäufern, ist es viel einfacher, weil was hätte hier alles passieren können? Die Aktie hätte nämlich Folgendes machen können, die hätte stark fallen können, dann hätte dieser Bear Call Spread Geld verdient. Die Aktie hätte seitwärts gehen können, so wie sie das die ganze Zeit eigentlich gemacht hat, und der Spread hätte Geld verdient. Und sie hätte auch, so wie es jetzt hier besonders ist, leicht fallen können, beziehungsweise leicht ansteigen können. Er hätte Geld verdient. Das Einzige, wo er Geld verloren hätte, wäre eben diese Entwicklung gewesen, wenn es sehr, sehr stark gestiegen wäre. So, das heißt aber, mit dem Kauf von einem Put hast du von drei Fällen, nämlich steigend, seitwärts, fallend, nur eine einzige Chance, dass du Geld verdienst, und dann muss auch noch richtig fallen. Mit dem Verkauf von Call-Optionen in dem Fall im Bear Call Spread, hast du von vier Möglichkeiten drei, wo du Geld verdienst, nur eine, wo du verlierst. Und natürlich, wenn das Lotterielos hier aufgeht, verdienst du viel, viel mehr Geld. Aber wie oft musst du traden? Wie viele Trades musst du machen, damit das mal aufgeht? Das ist ja mega frustrierend, vor allem auch teuer. Ja? Das hier oben ist viel, viel einfacher. Und deswegen macht euch, wenn ihr das jetzt auch zum ersten Mal seht, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, macht euch vertraut mit der Idee, Optionen zu verkaufen. Egal, ob das jetzt hier im Aktienbereich ist, ob das im Indexbereich ist, ob das im Rohstoffbereich ist, der Verkauf von Optionen hat eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit. Nein, er ist keine Garantie, dass du immer Geld verdienst. Ne? Aber von den Wahrscheinlichkeiten her, in Kombination mit einem richtigen Money Management, bist du einfach viel, viel häufiger ein Gewinner als ein Verlierer. Das heißt, das Einzige, was du dich noch kümmern musst, ist, dass deine Verlierer nicht größer sind als deine wenigen Verlierer nicht größer sind als deine Gewinner. Und gerade das sollte man langfristig definitiv hinbekommen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Und vielleicht traut sich ja auch der ein oder andere und schreibt mal dazu, der auch damals schon dabei war und vielleicht auch gedacht hat, ja, ich glaube auch, dass Tesla pleite geht. Und der vielleicht auch so einen ähnlichen Trade gemacht hat oder der vielleicht auch so einen Trade gemacht hat. Schreib mir mal was in die Kommentare und da bin ich ganz, ganz gespannt darauf. Also, das andere Video wird nochmal verlinkt, entweder hier, hier oder da unten. Dann seht ihr das, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Und wir sehen uns dann schon wieder beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare, Meinungen und Anregungen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.